Mensch, wer dreht denn da? Hört da auf, es ist doch noch nicht so weit. Nee, also meine Damen und Herren hier, das ist voll daneben, das läuft noch nicht. Ne? Also das Hannover TV, ja, das Magazin hier in Hannover, das beginnt wie angekündigt erst um 20 Uhr. Also wir sind noch in Vorbereitung. Wir können ja noch gar nicht anfangen. Ne? Die Kerzen brennen noch nicht. Kann ich mal jemand eben die Kerzen schon anstecken? Ja? Kommt schon. Ja, sehen Sie, ne? Bei uns klappt alles, also jedenfalls meistens. Ne? Und deswegen geht auch um 20 Uhr dann Hannover TV, das Magazin, los. Und dann lese ich Ihnen auch die Nachrichten. So, jetzt sitze ich also zwischen allen Stühlen. Vor allen Dingen, wenn ich sage, ich bin ein Hannoveraner. Infolgedessen habe ich also auch reihenweise Anfragen bekommen von Zeitungen, von Medien, ich soll mal was über Hannover schreiben. Und naja, das Interesse ist groß, steht überall in Litfaßsäulen. That's the nest. Nur, also schreiben Sie mal was über die Höhepunkte einer absoluten Ebene. Das ist nicht leicht. Wir haben in Hannover eine glatte Oberfläche, ist überall Chrom, Beton und ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn ich über Kröpke gehe, ich komme ja immer irgendwie schlecht angezogen vor. Ja, wir haben eine glatte Oberfläche, aber darunter auch nichts. Nur einmal im Jahr ist in Hannover was los, das dann, wenn Messe ist. Ne? Also Messe ist in Hannover ja immer dann, wenn an den Masten die Fahnen und in den Lokalen die Preise hochgehen. Es gibt einen Unterschied, die Fahnen werden nach der Messe wieder eingeholt. Es geht bei uns viel im Kreis hier in Hannover, da gibt es den Goetheplatz-Kreisel, da gibt es den Klagesmarkt-Kreisel, da gibt es den Egidentur-Kreisel und da liegt dann auch gar nicht weit das Rathaus. Das Rathaus steht auf Buchenpfählen im Sumpf. Das ist eine Besonderheit. In anderen, es gibt Parlamente, da ist der Sumpf drin. Beim Rathaus aber ist das Tolle, also wenn man davor steht, ist eine wilhelminische Stuckruine und da steht man nun davor und kann sich überlegen, alle Hannoveranerinnen und Hannoveraner haben das Recht, Kommunalpolitik zu betreiben. Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder man tritt ein in Schützenverein oder man lässt es. Das Tolle am Rathaus, das ist die Kuppel und das Tolle an der Kuppel ist der Aufzug zur Kuppel. Also ein normaler Aufzug geht ja in gerader Linie von unten nach oben, von oben nach unten, je nachdem, wie man Knöpfchen drückt. Also unser geht schon an der Innenhaut der Kuppel. Ja. In schräger Ebene, also in gebogener Weise rattert der von oben nach unten. Was besagen will, dass man im Hannoverschen Rathaus eben auf die krumme Tour auch schon ganz schön nach oben kommen kann. Deswegen haben wir im Augenblick im Rathaus auch einen Abgeordneten mehr, als wir brauchen. Ein Rep. Naja, der Mittelpunkt Hannovers ist infolgedessen nicht das Rathaus, ist auch nicht Kröpke. Der Mittelpunkt Hannovers ist für mein Gefühl der Bahnhof. Da gehen nämlich die Züge ab. Und ich kenne diese Debatten. 41 Jahre lebe ich jetzt hier und ich kenne diese Debatten alle Vierteljahre im Familienkreis oder unter Kollegen. Sein oder nicht sein, weggehen oder bleiben. Also ich bin jetzt 41 Jahre lang geblieben, weil ich liebe Kleinstädte. Und ich muss auch anerkennend feststellen, 750 Jahre Provinz sind auch eine Leistung. Was Sie hier sehen, sind aktuelle Daten. Dietrich Kittner tritt auf am 31.12., wie man hier sieht, 17.30, 20.30 im Künstlerhaus. Und auch ab 7. Januar die Saison beginnt mit Dietrich Kittner Klasse-Programm. Denn der verließ uns jetzt mal Nachrichten ganz anderer Art. Christine Bergmann hatten wir eben gerade gehabt mit den Hannover-Nachrichten, aber hier kommt der Dietrich Kittner und auch sehr ernst zu nehmen. Meine Damen und Herren, und hier meldet sich Hannover TV mit den ersten vorweihnachtlichen Nachrichten seit der Deutschen Revolution vom 27. September 1998. Tja, meine Damen und Herren, pünktlich
gleich nach der Wende dem offiziellen Amtsantritt, also der neuen, bezeichnenderweise in geheimen und damit undurchsichtigen Wahlen ans Ruder gekommenen Regierung, ist in Deutschland das rot-grüne Chaos ausgebrochen. Ganz so, wie es Pfarrer Hinze, das geistliche Oberhaupt der unterlegenen christlichen Minderheit, immer vorausgesagt hatte. Hinze selbst wartet jetzt zusammen mit Egmont Stoiber, dem inzwischen zum Sprecher der bajuwarischen Befreiungsfront ausgerufenen Wortführer der demokratischen Minderheit, in einer provisorischen Erdhöhle im bayerischen Wald versteckt, seit Tagen verzweifelt auf die Ankunft des UNO-Sondervermittlers Holbrooke. Holbrooke will die rot-grünen Bonner Machthaber via Ultimatum dazu bewegen, das Los der vielen tausend jetzt obdachlos in den Wäldern umherirrenden deutschen Unternehmer ein wenig zu lindern. Und sei es auch nur durch Rücknahme der brutalen Steuerreform noch vor Einbruch des Winters und der damit zu erwartenden happigen Dividendentermine. Staatschef Schröder selbst hatte es ungeachtet in seiner Antrittsrede jedoch kleinen Zweifel daran gelassen, dass er gewillt ist, die sozialistische Gleichmacherei mit allen staatlichen Machtmitteln rücksichtslos durchzusetzen. Wir regieren jetzt sozial und demokratisch, sagte Schröder wörtlich. Da gibt es nicht mehr oben und unten. Und sollte ich doch noch einmal von einem hören, der behauptet, bei uns gäbe es doch noch unten und oben, den lasse ich mir raufkommen. Ausländische Beobachter wollen in diesen Worten wohl zu Recht die Handschrift der kommunistischen PDS und ihrer Terrororganisation Proletarische Rote Socken erkannt haben, als deren Strohmann Schröder bekanntermaßen gilt. Und nun zu den Meldungen im Einzelnen. Das rot-grüne Chaos in Deutschland scheint perfekt. Kindersex auf Krankenschein ist seit heute Morgen für Rentnerinnen und Rentner Pflicht geworden. Nach einer Verordnung der neuen grünen Gesundheitsministerin muss Babynahrung ab sofort einen Mindestanteil von 92,5% Marihuana aufweisen. Für eine Übergangszeit dürfen auf den Etiketten jedoch noch Warnhinweise angebracht werden, etwa Achtung, Vorsicht. In diesem zum alsbaldigen Verbrauch bestimmten roten Afghan können Spuren von Spinat enthalten sein. Nach einem verbindlichen rot-grünen terroristischen Multikulti-Erlass darf zukünftig an Schulen als Unterrichtssprache ab der zweiten Grundschulklasse ausschließlich Türkisch verwendet werden. Wissenschaftliche Publikationen und Schulbücher dürfen nach der neuen Linksschreibreform nur noch in Chinesisch gesetzt werden. Einzige Ausnahme, soziologische Doktorarbeiten. Für sie bleibt während einer zweijährigen Übergangszeit auch weiterhin Parteichinesisch zugelassen. Der Sprecher der unterdrückten deutschsprachigen Minderheit, Kanter, erklärte dazu während einer geheimen Pressekonferenz am Deutschen Eck, es sei bezeichnend, dass selbst im Mathematikunterricht schon überwiegend arabische Zahlen Verwendung finden. Auch die Asylbewerberflut ist, wie vorausgesagt, sprunghaft angestiegen. Allein in Nigeria wurden in den letzten 5 Tagen 359 deutsche Zahnärzte und Immobilienhändler als Asylbewerber abgelehnt. Bereits morgen sollen diese Wirtschaftsflüchtlinge nach Deutschland zwangsabgeschoben werden, wo ihnen eine brutale Senkung des Spitzensteuersatzes droht. Erwartungsgemäß hat auch der als unverantwortlich gemäßigt geltende neue Bundesinnenminister Otto Schily den freiheitlichen Lauschangriff per Erlass außer Kraft gesetzt und dafür an die Geheimdienste Europax verteilen lassen. Für die Sicherheit im innerstädtischen Bereich sollen jetzt nur noch vereinzelte ehrenamtliche Fußstreifen pensionierter Krankenschwestern sorgen. Dies sei umso gefährlicher, führte ein Sprecher der Exildeutschen in Miami gestern aus, als die nächtliche Dunkelheit in den Einkaufszentren seit September rapide zugenommen habe, besonders seit die Ökosteuer auf die Petroleumlichtreklamen der großen Industriefirmen rasant erhöht worden sei. Auch gäbe es fühlbare Engpässe bei der Lieferung von Jutedochten und Unschlittkerzen für die Straßenbeleuchtung. Und nun noch eine erfreuliche Meldung. Entgegen den Voraussagen hat sich die Versorgungslage auf dem Lebensmittelsektor nun doch leicht gebessert.
Wie heute in Bonn gerüchtweise bekannt wurde, soll voraussichtlich bereits nächste Woche auf Abschnitt B der Lebensmittelkarte für alleinerziehende Untermieterinnen eine Sonderzuteilung von 125 Gramm Birchermüsli ausgegeben werden. Guten Appetit schon jetzt. Auch in Industriekreise scheint der rot-grüne Bacillus eingedrungen zu sein. Überraschend hat Arbeitgeberpräsident Krummer, Arbeitgeberpräsident Hund heute auf einer Pressekonferenz in Bonn gefordert, als wirksames Mittel zur Schaffung neuer Arbeitsplätze im Wirtschaftsstandort Deutschland noch in dieser Legislaturperiode ein verfassungsmäßig verbrieftes Recht auf Arbeit in das Grundgesetz aufzunehmen. Möglicherweise könnte den Arbeitnehmern von der Unternehmerseite sogar schon ab dem Jahre 2015 auch ein gewisses Recht auf Lohn eingeräumt werden. Zunächst allerdings nur versuchsweise und auf den Zeitraum von 14 Tagen befristet. Angesichts der wie stets katastrophalen Ertragssituation, sagte Hund wie stets, werden solche eventuellen Löhne fürs Erste allerdings noch sehr bescheiden sein müssen. Bei einer Besserung der Lage hoffe man jedoch zuversichtlich, bis Ende 2095 einer vorsichtigen schrittweisen Angleichung der Tarife an den in vergleichbaren Industriestaaten wie etwa Bangladesch üblichen Mindestlohn zustimmen zu können. FDP-Fraktionschef Solms bezeichnete die Arbeitgeberinitiative inzwischen wie stets als wichtigen Beitrag zum Kampf gegen die Arbeitslosen. Er sähe Hoffnung, sagte Solms. Sollten sich die deutschen Unternehmer tatsächlich durchringen können, für die nächsten Jahrzehnte solidarisch auf jegliche Lohnzahlung zu verzichten, sei damit auch das leidige Problem der Lohnnebenkosten vom Tisch. Und nun die allerletzten Nachrichten in Schlagzeilen. Wie von der CDU schon länger befürchtet, hat Bundesmilitärschlagsminister Scharping heute den NATO-Austritt erklärt und die Bundeswehr aufgelöst, um auf diese Weise den angestrebten Ausverkauf Deutschlands zu beschleunigen. Österreich soll daraufhin in einer ersten Reaktion bereits seine Landstreitkräfte und die 7. Bodenseeflotte mobilisiert haben. Dem Vernehmen nach will Wien zunächst im Zugreifverfahren den Regierungsbezirk Oberbayern, das Allgäu und die ostfriesischen Inseln annektieren. Großbritannien will von einer Besetzung Hannovers zunächst noch absehen, da die Expo-Kosten dann doch als zu hoch erscheinen. Mit ausnahmslos allen Stimmen der rot-grünen Koalition hat der Deutsche Bundestag in seiner letzten vorweihnachtlichen Sitzung eine Grundsatzresolution verabschiedet, die auch in die Verfassung aufgenommen werden soll. Sie lautet kurz und bündig: Nie wieder darf von deutschem Boden ein Krieg ausgehen und Friede auf Erden. Wie dazu aus Bonn ergänzend verlautbart, ist in Bonn jetzt bereits eine Mitteilung aus Rom eingetroffen, wonach Papst Johannes Paul der Reisende die Vatikanische Glaubenskongregation angewiesen hat, Möglichkeiten für eine kollektive Seligsprechung deutscher Wählerinnen und Wähler zu prüfen. Denn, so sagte der Heilige Vater wörtlich, wer es glaubt, wird selig. Und nur noch unsere Literaturminute. Ein Weihnachtsgedicht. Weihnachten ist einfach toll, macht die Kaufhauskassen voll. Leert den armen Leuten die Taschen, die jetzt ohne Arbeit sind, doch zum Trost mit Weib und Kind unterm Baum an Kringeln naschen. Ihnen also allen, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, ein gutes neues Jahr und ein fröhliches, vergnügliches, ruhiges und frohes Fest der Christenheit. Einen schönen Winterschlussverkauf. In Hannover geht vieles ab, ne? Da gibt es also satiremäßig viel zu berichten. Ich habe es vorhin schon gesagt in der Themenankündigung. Hannoverscher bekannter Kabarettist, Dietrich Kittner. Tja, und mit dem ist im Gespräch
Wolfgang Walloch. Und ich komme dazu. Herr Kittner, herzlich willkommen erstmal. Herr Kittner, neues Programm. Naja, so ein Programm, das hat jetzt schon 80 Vorstellungen hinter sich. So, damit bei mir ein neues Programm, weil die Programme meist so auf 300, 350 Vorstellungen kommen. Bei mir wurde so gesagt vor der Sendung, also den Kittner, den braucht man nicht zu fragen, der gibt die Antworten. Ja, dazu stehe ich ja hier. Also das Programm heißt Mordsgaudi, also mit Betonung auf Mords, um da Missverständnisse vorzubeugen. Es gibt ja eine ganze Menge Mord, es gibt den Mord am Sozialstaat. Und ich habe mich mal gefragt, wie viel konkret eigentlich, wie viel Todesopfer hat die Gesundheitsreform jetzt schon gekostet? Ne? Oder die einfache Überlegung, so die Anhebung des Rentenalters auf 65 ist ja prima, ne? Da kichert das Gemeinwesen, weil ich habe einen Versicherungsmathematiker gefragt, der hat mir gesagt, 4,5% der Leute sterben dann doch noch schneller weg. Ne? Das ja. Rente, ne? Ja, und, ja. Wenn das jetzt noch nicht laufen wird mit 65, werden sie vermutlich dann das Rentenalter auf 80 anheben. Ne? Das ist noch viel erfolgversprechender. Wenn das nicht läuft, dann vermutlich auf 120, das ist todsicher. Ne? Das überleben zwei. Ne? Das überleben dann bundesweit zwei und die werden dann so im Werbefernsehen als Werbung für die Rentenversicherung vorgestellt. So stelle ich mir das vor. Das sind Themen. Ne? Zu Ihrem neuen Programm, das läuft jetzt im Theater am Küchengarten. Mhm. Wann wird das sein? Ab wann und wie lange dann? Ab 8. Januar bis zum 8. Februar, jeweils Donnerstag, Freitag, Samstag. Und Sonntag gibt es dann ein Spezialprogramm. Da gibt es Kittner Sonntags. Vergnügen, die Setzer korrigieren das immer, das ist schrecklich. Da gibt es ein Programm, von dem ich heute noch nicht weiß, was ich da machen werde. Da werde ich es jeden Abend nicht wissen. Das wird ein richtiges Spontanprogramm. Das wird jeden Abend anders sein. Da kann man auch nachfragen, anfassen, diskutieren. Ich werde aus Büchern vorlesen, werde Geschichten erzählen. Also wie es kommt, das wird eine Spezialität. Erzählen Sie noch mal ganz kurz. Ich werde immer angesprochen, auch im Bekanntenkreis wieder. Wir haben uns vorhin unterhalten. Kittner, das ist doch Theater am Küchengarten. Das ist doch aber jetzt nicht mehr. Ne? Wenn Sie das mal sehen, wie ist denn das? Früher war doch Kittner auch Theater am Küchengarten. Der hat an der Kasse gesessen, der hat alles gemacht. Das war ein Roundmann. Wie sind dann die, sagen wir mal so, die Rechtsverhältnisse jetzt im Theater im Küchengarten? Na, ich meine, es ist ja auch prima für die Folklore, ne? Wenn der Künstler da vorher an der Kasse sitzt und die Plätze anweist und nachmittags die Sitzpläne macht und die Werbung und alles dies, das war dann einfach bloß ein bisschen Fille. Sie haben es also abgegeben? Ja, ich habe schon Karl Chemnitz, heißt er, mag es ja nicht mehr so umbenannt, Karl Chemnitz war ja schon gegen diese Eigentumscheiße. Und ich bin also noch mit 1% an dieser GmbH beteiligt, aber im Prinzip spiele ich da nur noch als Gast. Und das ist eigentlich ganz, also mal eigennützig gesehen, ganz angenehm. Ich kann da mal hinkommen, kann sagen, also ich habe heute Abend in der Vorstellung gesehen, die eine Lampe da von dem Scheinwerfer, die wird schon ein bisschen dunkel, die müsst ihr morgen auswechseln, sonst knallt die. Ihr, nicht ich. Das ist, also wir machen nicht mehr wie früher 180, Christel und ich, also meine Frau und ich, wir machen mit unserem Kabarett nicht mehr wie früher 180 bis 210 Vorstellungen im Jahr. Wir machen jetzt, wir haben einen Hammer im Büro, der fängt so bei 140 fängt er an zu wackeln und bei 150 fällt er runter und da liegt unten ein Schild, steht drauf Nein. Also irgendwo muss ich mir ein Stückchen Lebensqualität auch halten. Man kann sagen, Urhannoveraner, wie lange macht denn Dietrich Kittner schon jetzt Programm in seinem 38 Leben? Jahre, ich weiß immer ziemlich genau, also nicht ganz, es sind 37 Jahre und 11 Monate. Und sich entschlossen quasi dann ja, wie schon Wolfgang richtig sagte, dann Hannover auch ein wenig Ade zu sagen. In Hannover gehen ja auch die Züge ab. Naja, also ich bin jetzt so mit dem halben Bein auch schon Steirer. Ne? Also einen Sprachkurs brauche ich noch. Den habe ich da auch nicht. Das war kein, also wenn ich jetzt zynisch wäre, ne, dann könnte ich jetzt sagen, mir ist Deutschland ein bisschen sehr groß geworden. Ein bisschen sehr chauvinistisch und dann bin ich eben jetzt in dem Haus, und das stimmt tatsächlich, in dem Haus, das auf der Landkarte kann man das nachmessen, das gerade noch innerhalb des deutschen Sprachraums, das, die Sprache brauche ich zum Denken, zum Arbeiten, aber das gerade noch innerhalb des deutschen Sprachraums am weitesten von Deutschland entfernt ist, das stimmt tatsächlich, ist direkt 100 Meter vor der slowenischen Grenze. Ich bin da zwar Ausländer, aber ich werde in so einem Dorf aufgenommen wie in einer Familie. Das ist Unglaubliches, was man hier kaum. Das kann so in Hannover aber auch passieren. Das war aber, wie gesagt, das war keine politische Emigration. Die ganze Geschichte hatte tatsächlich gesundheitliche Gründe. Ich arbeite nach wie vor hier und ich bin auch kein Steuerflüchtling. Ne? Also wenn jetzt jemand zuhört, also Margarete Steinemark, das komme ich jetzt nicht in eigener Sache. Ne? Ich bin nach wie vor hier steuerpflichtig.
Kurz nochmal zu Ihrem Programm. Für die jüngeren Leute zu Hause muss man ja auch mal sagen, so, man kann sagen, klassisches Kabarett, was die machen, kann man das so ausdrücken unter der Bezeichnung. Es gibt ja heute viele Strömungen jetzt in Richtung Comedy und so weiter. Die jüngeren Leute können ja... Ich weiß gar nicht, ob das noch Kabarett ist, was ich da so mache. Das ist also, ja, das, ich habe es wegen ja mit der Samentorte, also die Linie läuft ja doch inzwischen so ein bisschen mehr in... Das muss niveauvoll sein, ne? Mit der Torte, ne? Aber en face natürlich. Ne? Also ich mache nach wie vor politisches Kabarett und das hängt nun mal eng mit der Vokabel Meinung zusammen. Ich sage meine Meinung, das ist im Prinzip alles. Dann wollen wir doch mal, oder lass mich da mich nochmal darauf hinweisen, Dietrich Kittner. Man sieht ja wahnsinnig viele Kabarettisten, verschiedensten Sparten, so im deutschen Fernsehen. Nun ist mir mal so zu Ohren gekommen, dass Dietrich Kittner sogar so scharf in manchen Momenten ist, dass er Fernsehverbot bekommt. Die Vokabel habe nicht ich erfunden, das ist eine Formulierung der Süddeutschen Zeitung. Aber das hat die vor 25 Jahren schon geschrieben und im Grunde hätte ich jetzt 25-jähriges Fernsehverbot, mal den offenen Kanal ausgenommen. Ne? Das sage ich mal, da habe ich noch Freiraum. Ja, ja, das ist doch was. Wir wollten aber das wird nicht hören. Ne? Das wollten wir hören. Wir werden dieses Jubiläum feiern. Wir haben es schon vorgenommen, wir werden einen kleinen Festempfang machen, so die Sender einladen und die werden dann vermutlich auch berichten. Ist ja kein einmaliges, ist ja doch kein übliches Jubiläum. Ich denke, so Tagesthemen wäre der angemessene Rahmen. Zwei Stunden. Und weil ich schon weiß, woran es liegt. Ne? Die haben immer was gegen meine Kommentare. Ich bin ja dann als Jubilar auch ein bisschen lockerer. Ich werde denen dann was anderes anbieten, damit endlich mal diese Hemmschwelle fällt. Ich biete denen ein Programm an, wo ich kein eigenes Wort sage. Mhm. Ich werde ihnen 2 Stunden pure Kanzlerzitate bringen. Ne? Und, also das müssten wir ja senden können, denn das ist ja irre und staatstragend in einem. Ne? Mhm. Also wenn ich ihn nur, ich zitiere mal einfach so... Ne? Das kannst du als Satiriker gar nicht. Ne? Die Wirklichkeit ist ja doch eben anders als die Realität. Ne? Da musst du ja erst mal drauf kommen. Ne? Das ist die Kohlsche Realitätstheorie. Das ist aber eine wichtige Erkenntnis. Ne? Ist doch eher eine Erkenntnis. Ich meine schon, das ist fast philosophisch, ja, hat Wittgensteinsche Züge. Ne? Das ist tiefgehend. Ja. Man könnte jetzt mit einem Wittgenstein-Zitat antworten und sagen, worüber man nicht reden kann, darüber muss man schweigen. Also Dietrich Kittner, wenn er schon loslegt und sich langsam warm läuft, dann schlage ich mal vor, Wolfgang, dann überlassen wir Dietrich Kittner mal in aller Schärfe mal das Wort. Dietrich Kittner, viel Spaß. Wir werden uns hier mal verdrücken. Wir verdrücken uns ein wenig. Weil wir hatten uns jetzt auf was geeinigt. Ich sollte fragen, ob ich auch was Lokales im Programm habe. Aber die Frage kommt eh immer, ich kenne die. Das ist schwierig. Leute, ich laufe ja immer unter Hannoveraner und die Leute kommen und sagen, sag doch mal was über Hannover. Keiner sagt was über Hannover. Hannover ist ja höchstens mit den Chaostagen mal in der Weltpresse. Und es ist auch schwer, nicht? Was über Hannover. Ne? Ich meine, schilder doch mal die Höhepunkte einer absoluten Ebene. Das ist ja kaum machbar. Ne? Überhaupt nicht so. Also wir haben in Hannover, es ist wunderschön, also wenn man sieht, es ist alles glatt, sauber. Ne? Hier ein Kaufhaus, da ein Kaufhaus, dort ein Kaufhaus, drüber ein Kaufhaus, drunter ein Kaufhaus. Ne? Alles glatt, gerade. Ich habe immer das Gefühl, wenn man so über Kröpke geht, ne? Man sieht irgendwie immer, fühlt man sich schlecht angezogen. Das, Wir haben zwar eine glatte Oberfläche, ne? Aber darunter, ne? Auch nichts. Nur einmal ist in Hannover was los, einmal im Jahr, das ist immer dann, wenn Messe ist. Ne? Messe ist in Hannover ja immer dann, wenn in den Masten die Fahnen und in den Lokalen die Preise hochgehen. Das gibt einen Unterschied, die Fahnen werden nach der Messe wieder runtergeholt. Ne? Haben die Hannoveraner dann auch noch was davon. Es läuft auch alles wunderbar im Kreis in Hannover. Es gibt also Kreisverkehr, es gibt den Klagesmarkt-Kreisel, es gibt den Goetheplatz-Kreisel, es gibt den Egidientor-Kreisel. Ich kenne Kreisel bei uns, die sind jetzt schon viermal umgebaut worden, von der Kreuzung zum Kreisel, vom Kreisel zur Kreuzung, von der Kreuzung zum Kreisel und zurück. Das hat den Vorteil, es kostet Geld. Ein Beschäftigungsprogramm und das wird dann im Rathaus, Rathaus ist ja nicht weit vom EGI, das Rathaus ist also zunächst mal eine wilhelminische Stuckruine, steht im Sumpf, auf Buchenpfählen, nicht? Das ist gut bei Gewitter, es blitzt da zwar immer, aber donnert nie. Und da steht man nun als Hannoveraner davor und kann sich überlegen, nicht? Jeder Hannoveraner hat das Recht, Kommunalpolitik zu betreiben. Es gibt 2 Möglichkeiten, entweder er tritt ein in Schützenvereinen oder er lässt es. Das Dolle an diesem Rathaus, nicht? Das Dolle an dem Rathaus ist ja noch die Kuppel, nicht? Die Rathauskuppel, nicht? Das ist das Dolle an der Kuppel, nicht? Ist der Aufzug. Also ein normaler Aufzug, ich weiß nicht, der geht ja also von unten nach oben, von oben nach unten, senkrecht, nicht? Je nachdem, wie man Knöpfchen drückt. Also unser geht schon mal nur mit Führer, nicht? Das kann man überprüfen. Das Prinzip ist da. Und
also dann geht er an der, wirklich mal an der Innenhaut der Kuppel, ja, also in fast gebogener Linie, nicht, oder so, und rattert dann von oben nach unten, von unten nach oben, nicht, was besagen will, dass man im Hannöverschen Rathaus eben auf die krumme Tour auch schon nach oben kommt. Nicht, da wird dann die Bevölkerung aufgezogen. Nicht, und wesentlich weiter rechts steht dann der Landtag. Der steht nicht im Sumpf. Nicht? Also das Rathaus steht ja im Sumpf, nicht? Das auf Buch und Fehlen. Und der Landtag steht nicht im Sumpf, da war zeitweise der Sumpf schon drin. Das waren ja diese geheimen Wahlgänge. Nicht? Es wusste ja niemand so recht, wer unseren niedersächsischen Ministerpräsidenten früher so immer gewählt hat. Nicht? Das gab ja das, gibt ja drei Wahlsysteme, das Hare-Niemeyersche, das De Hontsche und das Niedersächsische. Das dritte ist das Unberechenbarste. Und als der Herr Albrecht dann, ich muss es erzählen, als er dann abgewählt war, ja, also meine Frau und ich, wir haben, es ist wirklich, war so ein Stapel, ja, Glückwunschpostkarten bekommen, dabei hatten wir nicht mal kandidiert. Ne. Also jetzt ist der Gerhard Schröder da im Landtag, ne, noch, ja, weil, ich meine, ich muss mich schon einschießen auf den, ne. So ein bisschen, ne. Hinterher ist der Kanzler und ich habe keine Pointen auf Vorrat. Ne. Ich habe da gegenüber Kollegen Vorteile. Es gibt ja also Kabarettkollegen, die also schon richtig traurig sind, sagen, wenn der Kanzler weg ist, das war ja doch bisher für uns also irgendwie eine Arbeitsplatzgarantie. Das, meine, für diesen Kanzler hätten wir Kabarettisten, wenn wir eigennützig wären, ja gesammelt. Das, muss man sehen. Ich glaube aber, der Gerd wird da auch schon, der wird Kanzler, ja. Der ist da eigentlich, hat auch ein Herz für Kabarettisten. Der wird werden. Also ich glaube schon, das Einzige, was, also wenn es noch ein bisschen wackeln sollte, ne, mit der Wahl, also ich glaube eins, wenn jetzt noch rauskommt, ne, dass der Gerd Schröder mit der Lady Di was hatte, ne, dann ist die Wahl gewonnen. Ich glaube, da sitzt schon eine Werbeagentur dran. Ja, das, wenn da die Platten ausgegraben werden, ne, Diana und Gerd singen deutsche Weihnachtslieder am Kamin, die haben sie also noch im Buckingham-Palast versteckt, die das wird es. Der sorgt ja auch, ne? Sorgt ja auch für Kabarettisten. Gerd Schröder ist ja also im letzten Februar ist er nach Wien, ne, geflogen, ist er nach Wien, ne, zum Opernball. Und da gab es hinterher ein Interview, man muss ja nur noch zitieren. Da ist er gefragt worden, sagen Sie mal, Herr Ministerpräsident, Wiener Walzer ist doch gar nicht mehr so richtig in. Können Sie das eigentlich noch tanzen? Und da hat er wirklich gesagt, ja, aber nur rechtsrum. Das war keine weggenommene Regierungserklärung. Das, ich meine, ich weiß das, er konnte auch mal linksrum. Ne? Das, doch, aber wenn man nicht übt. Der ist dann also mit nach Wien, es ist wirklich, also nach Wien mit dem Herrn Piech. Ne? Herrn Piech kennt er. Ne? Das ist also der direkte Vorgesetzte der niedersächsischen Landesregierung. Ist nach Wien mit dem Herrn Piech und da sind die hin, ich habe es in der Zeitung gelesen, ich habe es aber nicht gewusst, dass es sowas gibt, da sind die hin, ja, mit einem, hieß es, mit einem VW-eigenen Firmenjet, ne, sind die da hin. Ne. Das beweist eigentlich auch nur, dass sie kein Vertrauen zu ihren eigenen Autos haben. Ne. Das, bei Mercedes hätte ich mir das vorstellen können. Ne. Das, die da, also ich wollte auf Hannover zurück und ich meine, wir haben natürlich, irgendwann wird doch nochmal was los sein in der Stadt. Werden ja, wir Hannoveraner werden ja vermutlich doch im Jahre 2000 die Weltausstellung Expo 2000 ausrichten müssen. Und uns damit am Wettbewerb Unser Dorf soll schöner werden beteiligen. Und, ja, das, manche haben ja Sorge, aber es wird umweltfreundlich. Ich glaube, 2000 Bäume sind jetzt schon gefällt, das, um Platz zu schaffen, damit der Wind naturnäher zirkulieren kann. Also manche haben, ich habe auch ein bisschen Sorge, nicht, weil die Generalkommissarin ist ja nur die Frau Breuel, nicht, und die war ja doch lange Zeit Landverweserin. Der Treuhand kennen Sie, nicht? Treuhand ist die größte kriminelle Vereinigung der Welt, kommt gleich vor der Mafia, nicht, das, volumenmäßig. Nicht. Und jetzt habe ich Sorge, wann Hannover abgewickelt wird. Nicht. 1 Milliarde sind sie ja schon in der Bürgschaft. Ich habe auch sonst Sorge. Also ich habe mir überlegt, dass ich hoffe ja, dass es noch ein bisschen dauert. Vielleicht bis zum Jahre 1999, bis wir Hannoveranerinnen und Hannoveraner dann also endgültig zwangsevakuiert werden ins Emsland. Ausgesiedelt, um Platz zu schaffen für die erwarteten täglich 450.000 Expo-Besucher in dieser 500.000 Einwohnerstadt. Das wird ja dann ein bisschen eng, ne? Also die, ja, die Junggesellen freuen sich schon, weil die Betten werden ja dann kontingentiert. Ne? 2 Leute pro Bett. Ne? Und die Fluktuation ist ja auch doch,
Immer manche sind da, also ich habe ja immer schon gebeten, dann man möge doch dann also aus kulturpolitischen Erwägungen heraus, möchte man doch wenigstens in allen vier Stadtteilen, ja, Nordstadt, Südstadt, Oststadt und Linden, ne? Bitte? Da möge man auch wenigstens also jeweils eine Originalwohnung komplett mit Insassen erhalten, um dann im Zuge eines folkloristischen Kulturprogramms mit stündlichen Führungen den Expo-Besuchern Eindrücke und Gebräuche der Ureinwohner zu vermitteln. Das wäre noch was. Es wird schon noch eben in Celle da jetzt, ne? Wer war das? Ich freut euch nicht zu früh, 40 Kilometer drumherum wird platt gemacht. Ne? Parkplätze wohin mit den Rostlauben. Ne? Wir sehen uns dann im Emsland. Also es wird so schlimm nicht werden. Ich habe trotzdem Angst. Es gab ja, also meine Angst hatte also noch größere Ausmaße. Es war ja zeitweilig davon die Rede, es ist wirklich wahr, das kannst du als Satire gar nicht erfinden, dass da Michail Gorbatschow, ja, den kennt er, ne? Gorbatschow, das ist dieser berühmte Reformator im Ruhestand, ne? Der ist wirklich gebeten worden damals, er möge doch der Expo in Hannover als Repräsentant und Berater dienen. Er wollte das auch wohlwollend prüfen und die hannoversche Weltpresse hat gejubelt, ne? Alle beide. Ne? Und also ich habe eine furchtbare Angst gehabt. Ne? Ich habe gedacht, also ich habe den furchtbaren Verdacht gehabt, dass dann Hannover nach der Expo, ne, aus einer Gemeinschaft von 14 unabhängigen Stadtteilen besteht. Ne? Man sollte ja aus der Geschichte lernen. Ne? Das, und dann dürfen dann die Fahrenwalder mit den Lindnern um die Maschee-Flotte kämpfen. Ne? Das, Es wird ein Chaos. Ne? Das, also so schlimm wird es nicht werden. Es gibt eine wissenschaftliche, seriöse, ernstzunehmende Untersuchung, wonach also die meisten Expo-Besucher in Bielefeld im Stau stecken bleiben werden. Ne? Das ist tröstlich. Aber sonst wird es, nehme ich schon an, ein Chaos. Ich gucke mal auf die Uhr. Ja, ich bin noch in der Zeit. Es wird, ich meine, die Chaostage sind ja das, wofür wir ohnehin berühmt sind. Ne? Und das wird auch ein Chaos. Das schöne Chaostage, kann ich jetzt schon sagen. Ne? Die werden sie nicht verbieten. Die anderen haben sie ja verboten damals. Ne? Ich muss das mal erzählen, weil das doch eigentlich einige Rückschlüsse auf die Zukunft zulässt, ne? Was dann passieren wird an diesen Chaostagen 2000. Die haben sie verboten. Es war ja eigentlich ziemlich grün in der Stadt, ne? Die Großstadt der Grünen. Ein bisschen viel grün. Ne? Und, also so ein Chaos hätten die Punkies nie geschafft. Ich wollte mir das ja damals ansehen. Ich war ja außerhalb unterwegs, sogar im Ausland weg und hätte mir diese Chaostage gern angesehen. Ich sehe ja nur immer die anderen Chaostage, dieses Schützenfest. Das verbieten sie ja nicht. Obgleich die da marschieren, also wenn du die siehst, ja, wie die mit Blech behängt sind, von oben bis unten, da würde ja jeder Punky vor Neid erblassen, wie die klappern. Und dann besoffen, die haben ja mehr Geld und bewaffnet, besoffen und bewaffnet. Ja, Mann. Und dann frage ich mich ja ohnehin, warum sie die nicht verbieten. Ich meine, wo liegt denn der grundsätzliche Unterschied, ja, zwischen einem Gamsbart und einem Irokesenschnitt? Nee, mal ganz, aber die haben sie nicht. Also damals bei den Chaostagen, ich hätte mir das gern angesehen nach Hannover. Ich wollte kommen, zog mich heim. Und da hat dann im Landtag einer gesagt, also kein Erzengel, sondern absoluter Abgeordneter, der hat dann gesagt, in Hannover sind nur Leute mit Schlips gern gesehen. Ich habe keinen Schlips. Ich wollte ja zu Hause gern gesehen sein. Da habe ich ihm gleich einen Fax geschickt, habe ihn gebeten, er möge mir doch in einer kurzen Landsmannschaft, die in unbürokratischen Hilfaktionen einen Leihschlips. Er hat nicht mal geantwortet. So sind die sitzen auf ihren Schlipsen. Und dann hat der Herr der Polizeipräsident, das ist der jetzt die Polizei sponsern lassen will, das wird bei Einsätzen schön, ein Schlag von Beate Use, Abteilung Sadomacho, hier beißt Kommissar Rex für Schappi, drei Wasserwerfer der Firma Selters, und der hat dann gesagt, Hannover ist nur für systemtreue Bürger. Ja, ich muss die Geschichte ja zur Pointe bringen. Und da habe ich dann gefragt, was ein systemtreuer Bürger ist. Der Polizeipräsident hat nichts weiter dazu gesagt. Ja, ich meine, so ein Polizeipräsident, für den bedeutet Schlagfertigkeit ja eben auch was anderes als für unser einen. Und da hat dann Gott sei Dank der Innenminister im Landtag erklärt, ne, hat gesagt, mit meiner Frage konfrontiert, ein systemtreuer Bürger sieht so aus wie ich. Ne? Nicht wie ich, wie er. Ne? Das ist ja die Tücke. Ne? Naja, und jetzt habe ich dieses Foto genommen vom Herrn Innenminister, ich habe sie auf meinen Schreibtisch ins Grundgesetz gelegt, neben Artikel 11 Freizügigkeit. Und ich habe da einen Tipp, falls jetzt junge Leute an der Glotze sitzen, die nicht viel Knete haben,
und Sie wollen gern mal die Bundesrepublik kennenlernen. In Hannover wurden ja alle Leute freizügig, frei in alle Züge gesetzt, und in letzten Zügen lag das Grundgesetz. Macht euch eine richtige Frisur, dann kommt er rum. Und in Hannover ist bekanntermaßen der Mittelpunkt der Bahnhof. Da gehen die Züge ab. Okay. Naja. Tja, Dietrich Kittner also mit einer Zeitüberschreitung. Einer leichten, leichten Zeitüberschreitung. Noch nicht das Grünkamp. Guckt euch den Kanzler an, dagegen bin ich noch maßvoll, was Überschreitungen betrifft in der Zeit. Also besten Dank.